Ein schnurriges Willkommen zur nächsten Aufnahmesession. Tatsächlich am gleichen Tag. Ich habe mich kurz hingelegt, ein bisschen Hausarbeit gemacht und jetzt sitze ich wieder hier, weil ich irgendwie total Bock auf Albion habe. Neues Wasser habe ich mir auch schon besorgt. Und dann geht's auf zur nächsten Runde. So, und das war ein relativ erfolgloser Anlauf. Ich habe gerade mal drei Gegner gehabt. Und zwischendrin habe ich auch noch irgendwie total verpeilt, wie es weitergeht. Und dann wurde es dunkel und ich habe nichts mehr gesehen. Naja, okay. Es kann auch nicht immer gut gehen. Dafür haben wir quasi keine Lebensenergie verloren. Erstmal verkaufen. Und wir haben ein Level abgekriegt. Das heißt, wir können auch wieder trainieren. Tom hat Trainingspunkte. So, Rabie, ich möchte dir gerne nicht viel. Es sind gerade mal 4 Kondiatries. So, 4 Brocken Fleisch. So. Das ist der Waffenhändler. Ich war eben gerade. Ich sollte mir angewöhnen, ich habe jetzt den Kompass, ich sollte mir angewöhnen, darauf zu gucken. So, auf zum Trainer. Denn Tom kann hier durch sein Level Up noch ein wenig Training bekommen. Und zwar 3 Punkte. So. Dann schauen wir nochmal eben dem Tom fehlt nur noch ein kleines bisschen Nahkampf. Es fehlen noch 6 Punkte, also noch 2 Level, dann hat er voll Nahkampf. Gut, Rainer ist im Endeffekt für mich außen vor. Drier fehlt noch sehr viel, der das sind 4 und 9, sind 13 Punkte Nahkampf und Sira dürfte, ja genau, voll genahkampft sein. Das heißt, sie geht jetzt in den Fernkampf. Übrigens, sie hat hier eine sehr hohe kritische Trefferfähigkeit und ist sehr gut im Schlösserknacken. Ja. Müsste man sich also mal merken, dass Sira kritische Treffer machen kann. Ich habe sie bisher immer nur für Magie benutzt gehabt. Müsste man mal ändern. So, und damit würde ich sagen, gleich in die nächste Runde. Keine Zeit verlieren, außer ich bin so blöd und verfall gerade hier, wie es abgeht. Da geht's raus. Also einmal in die nächste Runde. Wobei, ehrlich gesagt, ohne Pause gemacht zu haben, ohne geschlafen zu haben. Na gut, wir haben auf dem Weg geschlafen gehabt. Ich habe halt jetzt das Gefühl, dass nicht sehr viele Gegner respawned sein werden, weil wir sehr schnell wieder durchgekommen sind. Schauen wir mal. Thank you.
Aha. Ja, ihr habt eben gesehen, ich bin sehr komisch gelaufen. Es war alles sehr verwirrend. Ich habe an einer Stelle habe ich also noch so eine Lichtung gesehen mit diesen Büschen, an denen Früchte dran sind. Ich dachte tatsächlich, also diese Trifalei-Büsche, an denen Trifalei-Samenkörner dran sind. Und ich dachte tatsächlich, dass es genau die gleiche Lichtung sei und dass ich einen Weg von der anderen Seite her finden könnte. Aber es ist nicht die gleiche Lichtung. Und das heißt, ich kann nicht einen Weg von der anderen Seite finden. Wir hören jetzt übrigens hier, ob das schon Gegner auf uns aufschalten. Wir sehen dadurch sehr eindeutig. Ziemlich sehr eindeutig den Weg. Schade, aber das heißt, ich werde jetzt einfach nochmal eine Runde laufen. Und wenn ich die Stelle nochmal finde, werde ich nochmal versuchen, in diese Lichtung reinzukommen. Am Stein vorbei. Ich kannte diesen Weg mal auswendig. Das ist in dem Dschungel hier, das ist ein Labyrinth, weil man eben nicht sieht. Allgemein kann man hier nicht sehen, welche Dinge, zum Beispiel, dass dieses Gräschen kein Hindernis ist. Manche Sachen sind Hindernisse und manche nicht. Nun gut, ich werde jetzt einfach nochmal rückwärts laufen und gucken, was sonst als Gegner noch kommt. Und dann gehen wir wieder den normalen Weg. Und wie gesagt, wenn ich nochmal diese Lichtung sehe, da versuche ich dann nochmal länger reinzukommen und gucke, ob ich die Samenkörner kriegen kann. So, das war dann doch eine bessere Runde, als ich ursprünglich erwartet hatte. Ich würde sagen, da es jetzt schon Abend ist, bevor wir einkaufen gehen, wie gesagt, verkaufen gehen, schauen wir mal eben, denn soweit ich weiß, können wir hier für Sira noch einige Sprüche kaufen. Zum Beispiel den Frostsplitter gibt es in 3 Stufen. Und wenn ich mich nicht irre, lernt Sira die nur dadurch, dass wir hier einen Zauberspruch kaufen. Also gehen wir mal hier in die Magiergilde und gucken mal. Das reden nochmal mit allen möglichen Leuten, gucken, ob wir nicht noch was übersehen hatten. So, was haben wir hier? Das Arbeitszimmer vom Oberhaupt, ja. Schauen, was der uns noch zu erzählen hat. Ui. Zarima, Freunde, lasst mich zuerst für die Aufklärung der furchtbaren Geschichte mit Akir danken. Was muss in ihm vorgegangen sein, als er von seinem bevorstehenden Tod wusste? Entsetzlich. Aber dank euch ist mein Name wieder frei von Verdacht. Ich kann euch nicht vergelten, was ihr für mich getan habt, aber ich bitte euch, dies als kleine Anerkennung anzunehmen. Es mag euch auf euren Reisen nützlich sein. Ich habe es seit langer Zeit unter Verschluss gehalten, denn es ist eine gefährliche Waffe, vermutlich von Menschenmagiern geschaffen. Ich bin jedoch sicher, dass dieser Dolch bei euch gut aufgehoben ist. Fasir überreicht einen Dolch mit einer Klinge aus grünem Kristall. Kann ich euch sonst behilflich sein, Freunde? Und das ist genau die richtige Stelle. Ich habe instinktiv die richtige Person angesprochen. Ich würde gern mein Wissen wehren. Und hier sieht man jetzt quasi die Level von hier. Also kostenlos Sprüche lernen. Ich muss nur das entsprechende Level mindestens haben. Und das heißt auch, weil soweit ich mich erinnern kann, kam ich nicht wieder zurück. Dass wir mindestens mit ihr Level 17 war es, ne, werden, nee, 15 werden müssen, sodass sie in der Lage ist, den letzten Spruch noch zu lernen, die Verpilzung.
Ich meine, die Namen sagen schon ziemlich aus, was ist hier. Dornenfalle, Falle entfernen, Heile, Rausch, Heile, Winter, Heile, Vergiftung. Das ist ja, diese drei sind natürlich auch sehr praktisch. Dann brauchen wir nämlich kein Antidot mehr, falls wir vergiftet werden. So. So, und jetzt gucken wir mal, wenn ich hier auf die Feldpilzung gehe, kommt Spurstufe ist zurück. Genau. So, dankeschön. Und damit haben wir wieder einiges mehr, was wir hochleveln müssen an Zaubern. Gehen wir jetzt hier? Nein, wir können nicht rasten. Dazu müssen wir wieder zum Jägerclan zurück. Und das machen wir dann auch. Und dann gehen wir, ich meine, das ist jetzt in der Nähe da, wo wir verkaufen wollen. Von daher gehen wir jetzt zum Jägerclan zurück. So. Den Schlüssel dazu. Tom. Einmal aufschließen. Und jetzt können wir hier rasten. Und meine Annahme ist immer, wenn wir hier rasten, dass wir keine Rationen verbrauchen, weil wir beim Jägerclan übernachten. Es kann aber genauso gut sein, dass einfach, sobald man auf Rasten drückt, Rationen verbraucht werden. Nein, das ist falsch. Zu dem Händler möchte ich nicht. Ich möchte zu Kravier. So, nochmal 100 Gold. Damit sind wir schon ziemlich nah an an einem Item mit 450 Gold. Ich werde tatsächlich es erst kaufen, wenn ich die 450 Gold habe. Also ich ignoriere den Rückkaufwert, weil ich da kein Risiko eingehen will. Abgesehen davon wollen wir jetzt einfach mal trainieren gehen. Einmal rotieren. Oh, ja, 10. Stunde, stimmt. So. Das heißt, Rainer 2 Punkte Nahkampf. Dreher 3 Punkte Nahkampf. Und Sira 3 Punkte Fernkampf. Ich fange mit Sira an, weil die ist die Ausreißerin mit dem Fernkampf in dem Fall. 10 Uhr. Quatsch, nicht Doppelklick, einfacher Klick. So. Den Nahkampf. Und wir trainieren mit Rainer auch nochmal den Nahkampf. Würde ich sagen, ist es Zeit für die nächste Runde. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es diesmal zu den Büschen zu kommen. Auch wenn die Samenkörner nicht wirklich viel kosten. Thank you.
Okay, ich habe es geschafft. Ich bin da hingekommen. Es ist von der Absturzstelle aus um die erreicht. So. Das sind nämlich jetzt nochmal 32. Nee, nur 27. Aber dennoch Samenkörner, die wir nicht bezahlen müssen. Ich glaube, eins kostet 1,1 Gold. Und ich meine, jedes Gold, was wir sparen, ist, sind Gegner, die wir nicht töten müssen, um an das Gold zu kommen. So, jetzt laufe ich hier einfach wieder drum um und gehe damit auf unseren normalen Trail zurück und laufe dann weiter. Also merken bei den vielen roten Bäumen dann rechts rein. Oder bei der Absturzstelle links. Und hier sind wir wieder. Mittlerweile nehme ich schon eine Stunde auf. Nur damit ihr mal wisst, was die so. Wie viel Zeit ich hier überspringe, sozusagen, wie viel Timelapse ist. Weil das halt einfach sehr langweilig ist und die Leute wirklich sehr langsam laufen in dieser 2D-Weltkarte. So, genau, so treffen wir uns wieder, Rabir. Ich habe hier einiges zu verkaufen für dich. Außerdem habe ich Sira mal ein wenig Lebenssicht lernen lassen. Damit können wir für Trier jetzt endlich die Rüstung kaufen. Ich glaube, das war der Helm, der 450 kostet. So, dankeschön. So. Das war genau der Helm, den wir kaufen. So. Und damit ist seine Rüstung auf 20 und ich glaube, Sira kann den nicht tragen, oder? Nein, nicht verkaufen, untersuchen. Doch, Sira kann den tragen, dann behalten wir den direkt für Sira, weil es ist die zweite Stufe. Sie kann auch den dritten, das ist okay. Ich habe das, bin das zwar alles schon mal durchgegangen, aber wie man sieht, ich kann mir das nicht unbedingt 100% merken. Gut, dann schauen wir mal, ob Sira den diese Stufe Helm schon hat. Nein. Na, dann hat sie direkt auch ein Upgrade. So. Und die Ledercup, die wird verkauft. So. Einmal verkaufen. Schön. So. Ah, ich hätte es jetzt an Rabir verkaufen können. Der hätte mir mehr bekommen. Na, egal. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt die. Da kann ich natürlich jetzt mal fies sein, aber es gibt nur zwei. Theoretisch gesehen, mit 450 könnte ich wahrscheinlich den Iskaimi-Kartal-Helm an Rabi verkaufen und noch einen schönen Gewinn machen. So. Außerdem hatten wir ein Level-Up. Auf jeden Fall Sira, da kann ich mich noch dran erinnern. Genau. Und es war auch Tom, das heißt einmal Tom. Nahkampf und Sira Fernkampf. So, genau, doch, das ist die richtige Richtung. Immer, weil dieser Baum genau im Weg steht, denke ich immer, ich laufe in die falsche Richtung. Weil ich dann auch mittlerweile mir angewöhnt habe, nicht auf den Kompass gucken zu können. Dann habe ich früher tatsächlich, ja, ich habe viel, bevor ich in das Forma-Gebäude gegangen bin, tatsächlich schon gegrindet gehabt. Das hätte ich hier wahrscheinlich auch machen sollen. Jedes Mal einmal im Bombergebäude gewesen sind, einmal grinden. Dann wäre das jetzt nicht so langweilig.
rum was, oder? Genau. So. Sprechen. Und zwar Nahkampf. Und dann geht es wieder weiter. Die ganzen Heilzauber und den Lichtzauber kann ich auch auf der Übersichtskarte trainieren. Das hatte ich eben schon geguckt. Hier unten raus? Nee. Doch, ja, hier unten raus. Alle anderen Zauber muss ich aber im Kampf sprechen. Ja, als wenn es mir sagen wollte, ich soll aufhören, hat sich jetzt mein Headset verabschiedet mitten im Run. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich aufhören aufzunehmen und das Headset wieder aufladen und morgen wahrscheinlich dann nochmal weiter aufnehmen.